so geil. Die packen es nicht. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen hier ganz privat einkaufen zu gehen. Ja. Sie haben in kurzer Zeit einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Ich kann mir das auch kaum erklären. Das ging durch das Internet. Es geht ja ratzfatz heutzutage da. Ja, jetzt geht es eh gleich wieder ab. Ja. Und wie gehen Sie mit dem Erfolg um? Ja, ich weiß auch noch nicht wie. Das ist so ungewohnt. Ja, die ganze Gruppe ist und so. Gruß an die Frau G. Nervt oder wie auch immer. Ja, Achtung, Auto. Ja, ist furchtbar. Die Leute verfolgen mich. So, wie man gerade sieht, sogar im Auto fahren sie uns. Viele Fans. Fast an die Hacken, ja. Das ja. Ist, ich wink mal. So. Und? Ja, man muss ein bisschen was bieten. Man kriegt ja auch so viel Scheißdreck. Und Sie haben also einen hohen Erfolgsdruck sozusagen. Ja, der Druck ist ungemein. Also, ich muss sagen, es kommt schon flockig. Der Druck ist wirklich enorm. Der Autor kann das bestätigen. Wir stehen beide unter Druck. Und? Weil ja schon lange nichts mehr geht. Und vielleicht Ihre eigene Einschätzung zur aktuellen ökonomischen Lage in Deutschland? Nee, da halte ich mich raus aus so Sachen. Das ist nichts. Vielleicht was zu Fußball? Kann man was zum Fußball sagen? Nee, es sagen so viele zurzeit was. Ich weiß nicht. Und wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft? Ja, das wird immer weitergehen. Ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt noch hierher komme. Ich kann nicht. Das ganze Fußvolk verfolgt mich, sieht man ja gerade. Also, das wird immer schlimmer. Und dann haben wir jetzt Bodyguards am liebsten sorgen, weil man wird überall angemacht, ja, oder Kramme, der ganze Scheiß. Frauen wollen mir Kinder anklären. Ja, dann mache ich nicht mehr mit. Dann machen wir hier mal einen Cut, bis nachher. Dankeschön.